Usbekistan. Mit Vorstellungen von Tausend und einer Nacht, von orientalischen Oasen und Wüsten bin ich gerade über die Grenze spaziert. Ich habe eine Verabredung an der Seidenstraße. Das waren gefühlte 3 Kilometer. Ja, hallo, herzlich willkommen. Na, hallo, hallo. Hedwig. Na? Schön, dich kennenzulernen. Danke. Hör mal, wir sind ja im Partnerlust jetzt mal. Ja. Das geht auch schon gut. Gut, ja. Bitte. Sehr schön. Das ist Oybek Ostanov und der hat mein kleines Kamerateam und mich ab heute im Schlepptau. Oybek hat in Deutschland studiert. Im Winter übersetzt er Bücher und im Sommer zeigt er Touristen seine Heimat. Er hat ein kleines Reisebüro. Diesen Punkt, diesen Ort nennen die Einheimischen auch Timurs Tor. Durch Timurs Tor fahren wir auf der Seidenstraße in den Sonnenuntergang hinein. Samarkand liegt auf einer Hochebene und es empfängt uns mit tausend und einem Licht. Pünktlich zur Ankunft geht der Mond auf. Ich finde es ja jetzt schon märchenhaft. Unsere Pension hat einen alten Garten und in dem wird das Frühstück serviert. Thank you. Es reicht für eine ganze Kompanie. Aber ich brauche ja auch Kraft heute. Denn Oybek will mir seine Stadt zeigen. Die Bibi Hanum Moschee. Den Registanplatz mit seinen 3 Medresen, den früheren Koranschulen. Die Lieblingsfarbe von Samarkand ist blau. Ich kann gar nicht sagen, wo es mir besser gefällt, außen oder innen. Nennt man Tilla Kauri, also goldgeschmückte Moschee. Goldgeschmückt ist nicht übertrieben. Und der Herrscher von Samarkand hatte diese Anlage als eine Freitagsmoschee gebaut, also eine kleine Moschee. Eine kleine Moschee. Ja. Ist klar. Eine kleine, prachtvolle Moschee. Kleine Moschee mit bisschen Gold. Mit bisschen Gold, genau. Denn Gold ist Samarkands 2. Lieblingsfarbe. Wir wollen eigentlich nur schnell eine Kleinigkeit essen, aber der harmlose Gang in ein Restaurant entpuppt sich als Kulturschock. In Usbekistan teilt immer der Mann das Brot. Plötzlich erschallt ohrenbetäubende Musik. Völlig normal, sagt Oybek. Dann werde ich zum Tanzen aufgefordert. Ganz normal, sagt Oybek. Aber es kommt noch besser. Komm ich mit? Ja, ja. Die Musik. Oh, jetzt ist die Musik zu Ende. Nächste Musik. Oh, das ist aus Germania. Aber, aber. Nee, das ist nicht aber. Das ist Modern Talking. Bei uns hört das, glaube ich, kein Mensch mehr freiwillig. Hier drehen die Leute durch. Ganz normal? Die Dame feiert Geburtstag, ihren 60. Was soll ich sagen? Usbekistan rockt. Das ist immer so bei euch? Nachmittags im Restaurant? Jeden Tag, eigentlich. Also heute ist nichts los. Das ist ja nicht zu fassen. Ja. Zurück in der Pension komme ich kaum zum Luftholen, denn meine Wirtin Kutbia und ihre Mutter wollen mich mit zu einem anderen Fest nehmen. Klasse, die nächste Feier.
Wir fahren in eine Machalla, also einen Stadtteil von Samarkand. Dort wurde Kutbias Mutter geboren. Hier finden regelmäßig Frauenzeremonien statt. Heute steht ein Wiegenfest auf dem Programm, ein Gavora Bandun. Eigentlich sind nur Frauen eingeladen, aber für mein Kamerateam machen sie eine Ausnahme. Es gibt immer ein Küsschen links und dann ganz viele Küsschen rechts. Ist das so? Das probiere ich mal. Das ist schön. Die weise Frau Bibi Bichalfa wird die Zeremonie leiten. Heute wird ein Neugeborenes zum ersten Mal in der Wiege eingewickelt. Die Wiege und allerhand Symbole sind schon bereit. Bei der Wiegenzeremonie mischen sich alter Volksglaube und Islam. Oh, zwei Männer. Der Kleinere ist erst eine Woche alt. Er wird von seiner Großtante untersucht. Sie wünscht ihm Mut, Gesundheit, Kraft und ein langes Leben. Für Mädchen findet die Zeremonie übrigens genauso statt. Jetzt wird's geschüttelt. Und dann wird es symbolisch angespuckt, gegen den bösen Blick. Jede einzelne Handlung hat großen Symbolwert. Nichts, was hier passiert, ist ohne Bedeutung. Das eine schützt vor Unheil, das nächste bringt Glück. Auf der Wiege werden Nüsse zerschlagen, denn das Kind soll gute Nerven bekommen und vor nichts erschrecken. Also ich denke, das wirkt sofort. Süßigkeiten und kleine Geldscheine werden verteilt gegen Armut. 40 Tage lang räuchern sie mit Steppenraute als Medizin und zur Dämonenabwehr. Gegen bösen Blick entfernt wieder. Dieser Teil der Frauenzeremonie findet immer statt: Essen. Es heißt auch Dienstagszeremonie, denn die Frauen treffen sich dienstags, sobald es einen Anlass gibt: eine frische Braut, ein Neugeborenes, eine Krankheit. Dann essen und beten sie gemeinsam. Ich bräuchte wohl ein ganzes Jahr, um das alles zu verstehen. Aber vielleicht kann ich ja mal wiederkommen. Und am besten vorher Usbekisch lernen. Mitkommen? Nach Deutschland? Germania? Ja. Aber das Wesentliche kommt auch so rüber. Zum Abschied gibt es westliche Küsschen. Aus der Luft. Mit einem letzten märchenhaften Blick verabschiedet uns Samarkand. Wir fahren die Seidenstraße Richtung Westen weiter. Einmal quer durch die Wüste Kizilkum, die rote Sandwüste. Umgeben von Wüstensand liegt die uralte Oasenstadt Bukhara. Vom Rand der alten Festung ist der Blick auf die Altstadt surreal schön. Wir sind in der Residenz von dem Emir. Und diese Ecke, wo wir jetzt stehen, konnten wenige besuchen. Warum? Das ist hier verbotener Teil der Stadt. Da hatte man nur Emir und seine Würdenträger gehabt. Bukhara ist eine der ältesten Städte Zentralasiens. Über Jahrhunderte haben Wissenschaft, Religion und Handel die Menschen aus aller Welt hierher gebracht. Heute lockt Bukhara mit der Sehnsucht nach dem lange Vergangenen. Ich muss erst mal die Gegenwart abschütteln. Was für mich klingt wie Auto aufschließen, ist in Wirklichkeit der Gesang des Wachtelmännchens. Es singt aber nur, wenn ein Tuch drüber hängt. Burada çoğunluğum.
Zu den Geräuschen der Stadt gehört auch das Klackern von Dominosteinen. Fernhandel wird in Buchara schon seit mehr als 2000 Jahren ganz groß geschrieben. Die Hauptroute der Seidenstraße hat Karawanen aus Fernost und West hier entlang geführt. Jedes Gewerbe und jedes Handwerk hatte einen eigenen überkuppelten Basar. So gab es zum Beispiel einen Mützenbasar, einen Seidenbasar und sogar einen Geldwäschebasar. Und das hier ist ein Kuppelbasar? Genau, hier ist Kuppelbasar aus dem 16. Jahrhundert, den wir auch Kreuzungsbasar nennen. Kreuzungsbasar, weil und zwei Straßen durchlaufen? Genau. Und hier ist einer der beliebtesten Basare, wo man die Geldscheine reinigen konnte. Da hat man sein Geld in die Reinigung gebracht, sozusagen? Genau, diese Inschriften auf dem Geldschein aus Stoff konnte man nicht selbst zu Hause waschen oder reinigen, sondern die Spezialisten sollten das machen. Daher kommt das. Und wird das heute noch gemacht? Wird hier heute noch Geld gewaschen in Usbekistan? Also Geld wird überall heute gewaschen. Da hat Eubek vermutlich recht. Im ehemaligen Geldwäschebasar ist heute auch der Laden vom Miniaturmaler. Davlat Toschev ist ein Freund von Eubek. Davlat lädt uns in seine Werkstatt ein. Die ist im jüdischen Viertel von Buchara. Hier wohnt der Meister und hier ist auch sein Atelier. Viel Platz braucht man ja nicht als Miniaturmaler. Da sitzt schon ein Lehrling. Er ist einer von 6 Lehrlingen und steht noch ganz am Anfang. Die Miniaturmalerei kommt ganz ohne Perspektive aus und illustriert orientalische Themen. Alles winzig klein. Oh, das ist wunderschön. Jedes Bild erzählt eine Geschichte. Und ganz bunt. Mit Silber und Gold. 5 Jahre dauert die Ausbildung. An einem Bild malt der Meister gute 2 Monate lang. Und ist er ganz berühmt in Usbekistan? Ja, einer der berühmtesten, ja. Und das macht er seit vielen Jahren. Also als Kind schon hat er angefangen zu malen. Der malt jetzt jedes einzelne Barthaar von diesem Mann. Genau. Alles muss ganz fein gemacht werden bei der Miniaturmalerei. Dafür braucht man Geduld und ganz spezielles Werkzeug. Der Pinsel ist aus Eichhörnchen, Öhrchen, Herrchen. Mein Gott, da kann man Zunge brechen. Eichhörnchen? Eichhörnchen, Öhrchen, Herrchen. Öhrchen? Öhrchen? Klauen und Gedan. Ja, Herrchen. Was ist das? Yes. Das ist Eichhörnchen? Ein Mayen, ein Jumschauzoi, meine Schwierde. Also, da ist der beste Teil sehr fein und deshalb nimmt man. Der beste Teil vom Öhrchen? Eichhörnchen, genau. Ach so, nicht aus dem Ohr, sondern am Ohr? Am Ohr. Uchidam? Uchidam. Ja, genau, da oben. Hier oben die Haare. Genau, die Spitze. Ach so, ich dachte hier drin die nicht. Noch. Nein, die sind lockig wahrscheinlich. Die sind lockig beim Eichhörnchen. Bei meinst denen du? Auch. Darf ich das mal sehen? Ja, das sieht nach Eichhörnchen, Öhrchen, Härchen aus. Ja. Ja, bestimmt. Ja, ganz unverkennbar, oder? Bestimmt. Weil es usbekische Tradition ist, bekomme ich als Gast ein Geschenk von Meister Davlat. Dankeschön. Es ist Avicenna, der erste Medikus. Denn der kam auch aus Buchara. Es bekommt einen Ehrenplatz. Bei mir zu Hause. Ich bin sehr glücklich. Wir schlendern durchs jüdische Viertel. Bitte. Komm rein. In einem alten jüdischen Haus wohnt Davlats Bruder Abdurrahman. Alaikum salam. Salam alaikum. Julia. Rahman ist nämlich auch Künstler und hat hier seine Werkstatt und Lehrlinge.
Bei ihm entstehen feinste Wandbehänge mit orientalischen Motiven, die Susani. Die Motive werden auf Seide vorgezeichnet und dann ganz fein bestickt. Natürlich mit Seide. Er kann nicht jeden Tag arbeiten. Er kann nur dann arbeiten, wenn er diesen Spaß, diese Lust hat. Ja. Und das ist sehr beruhigend, sagt er. Und bei diesen Susanas haben alle Motive, alle Zeichen eine Bedeutung. Immer. Ja. Und jede Susana ist ein Unikat. Ist das so üblich, dass das ein Mann macht? Ist nicht stickend Frauenarbeit, um es mal mit deinen Worten zu sagen? Ja, bu iş erkeklerin işi mi, ayollarını kim aslında? Früher, ursprünglich, hatten die Männer gestickt und auch diese Goldstickerei gemacht. Und heute machen sowohl Männer als auch Frauen. Heute ist es emanzipiert. Emanzipiert. Ich empfehle mich trotzdem als Lehrling. Julia Khan, setz dich bitte, sagt er. Ich mache das eben fertig und dann in einer Stunde ist alles fertig. Hm? Da lächelt der Meister nur milde. Aber ich brauche die. Kann ich die Brille haben? So. Ah! Ja, das sieht doch gleich anders aus. Wie, jetzt den darüber legen? Achso, oh, jetzt gibt's Chaos. Jetzt gibt's Nachhilfe. Ich habe keine Brille, deshalb ein bisschen schwierig. Ach so, Moment. So. Geht's? Mhm. Ist nice. Meine Oma hat immer gesagt: langes Fädchen, faules Mädchen. Weißt du, hier, der ist ja sehr lang. Ja, vielen Dank. Irgendetwas amüsiert Rachmon. Was hat er gesagt? Ich saß nicht mal vor meiner Frau im Knie. Und mein Lehrling hat mich da gezwungen. Mein Lehrling, der neue Lehrling aus Deutschland. Die sind aber auch so frech. Das wird toll. Da kann ich froh sein, dass mein Meister so viel Humor hat. Rübermachen. Sicher? So? Ja, das ist schon der. So, genau. Ich wollte mal gucken, ob du das auch siehst. Ja, ob ich auch guter Lehrling bin. Was sagt er denn? Dass ich talentiert bin, oder? Ja, du bist übertalentiert. Ja, positiv meine ich. Das meine ich aber auch. Deshalb bekomme ich eine Aufgabe, die ich dem Meister bald vorlegen muss. Als Fotobeweis per E-Mail von zu Hause aus. Denn er hat 200 Lehrlinge weltweit. Welche Schablone willst du mitnehmen? Oh, jetzt kann ich mir noch eine Schablone aussuchen. Für mein Gesellenstück, genau. Also wenn du das nicht voll bestickst, dann gibt's, Ärger. Ehrlich? Streng? Okay, gut, ich mach's. Ich schaff's. Fehlen nur noch ein paar Farben, aber die gibt der Meister mir auch gleich mit. Das Seidengarn ist selbst gefärbt, mit Obst und Gemüse wie Granatapfel oder rote Beete. Jetzt gibt's keine Ausrede mehr. Jetzt wird gestickt. Aber vorher greift die wohl wichtigste usbekische Tradition. Ah, jetzt kommt unser Essen. Der Meister bewirtet uns fürstlich in seiner Werkstatt. Das ist ein Kunstmeisterstück. Ein Kunstwerk. Kunstwerk ist. Das stellen wir hier in unsere Mitte, ne? Ja, das sollen wir beide aufessen. Ne? Also das ist unsere Aufgabe heute. Die letzte für heute. Rachmons Bruder Davlat hilft uns dabei. Tada! So. Yes! Noch verbessern. Es gibt Emir-Plov. Das ist Plov mit Rindfleisch und Wachteleiern. Und eine allerletzte Aufgabe. Was denn? Was? Mit der Hand? Die echten Usbeken essen Plov mit der Hand. So, bitte schön, Marhaban. Bismillah Rahman Rahim. Ich bin eine echte Usbekin. Sieht aber gut aus. Schmeckt auch gut. Masale. Mitten in der Wüste von Usbekistan liegt die märchenhafte Oasenstadt Chiva.
Die Zitadelle an der Seidenstraße war schon immer eine Anlaufstelle für Durstige. Sie liegt in der Großoase Choresm. Eubek und ich stoßen in der Altstadt auf Wasser. Und auf drei flotte Usbekinnen. Ach, die trinken das hier? Ja, das ist heiliges Wasser, Julia. Ja. Da kommen alle einheimischen Touristen hierher. Und wenn man dieses Wasser trinkt, dann gehen die Wünsche in Erfüllung und fühlt man sich gesund und fit. Wir du zuerst. Trinken auch. Goodbye. Ja, du wartest Goodbye. Dann 5 Minuten, ne? Ich guck mal, was passiert und dann. Ja, also ich muss mal was wünschen, ne? Du trinkst jetzt wirklich aus dem Becher, aus dem heute schon 100 Leute getrunken haben. Ja, was soll ich machen? Weiß nicht. Aus der Hand? Genau. Wenn du in 2 Stunden keinen Durchfall hast, dann wünsche ich mir auch was. Nein, jetzt musst du auch mitmachen. Du hast bestimmt Träume in diesem Leben. Aber mit Glauben, immer voll Glauben. Voll Glauben? Voll Glauben. Pass auf, jetzt. Ich glaube jetzt voll. Achtung. Das schmeckt komisch, oder? Bisschen salzig. Ja. Aha. Aber keine schlechten Gedanken. Ach so, keine schlechten Gedanken. Ja. Ich denke an frisches Quellwasser, genau. Mineralien, Gesundheit, ein langes Leben. Unbedingt. Ja. Langes, ach so, man darf ja nicht sagen, was man sich wünscht, ne? Ja, das waren aber nur Beispiele bei dir. Das waren nur Beispiele. Genau, das habe ich das auch so verstanden. Mhm. Ja. In Chiwa werden nach alter choresmischer Tradition Fellmützen hergestellt. Die Statussymbole dienen als Schutz vor Kälte, Sonnenstich und Sandsturm. Und ja, ein bisschen auch zur Unterhaltung. Oh, die ist ganz weich. Oh. Ich probiere gerade Hase. Gibt aber auch Schaf, Luchs und andere im Angebot. Vielen Dank. Ja, heute nicht. Sonst gerne. Die Mützen werden gleich gegenüber gemacht, sagt Eubek. Salam alaikum. Er heißt Shokir, Bruder Shokir. Shokir. Julia. Julia. Bruder Shokir lädt uns in seine winzige Werkstatt ein. Der ist ja riesig, der Laden. Hier macht er traditionelle choresmische Mützen, aber auch ganz moderne Kreationen. Oh, was haben wir denn hier? Aus diesem Stück macht man 2 solche große, schöne Mützen. Das Fell kommt von einem 6 Wochen alten Lamm. Also ein Profi-Mützenmacher kann so eine choresmische Mütze in halbe Stunde machen, ja. Und ist er ein Profi? Er ist ein Profi. Das muss er auch sein, denn seine Familie macht solche Mützen schon in der 7. Generation. Jetzt? In 0, nichts ist der Rand fertig. Nun, der obere Teil muss bedeckt werden. Was mich nicht davon abhält, ihm einen schlauen Tipp zu geben. Er muss den feinsten Teil ausschneiden. Aus dem ganzen Stück macht er normalerweise 2 beste Mützen und eine Mütze, die aus Fetzen besteht. Eine Patchwork-Mütze? Patchwork-Mütze kann man auch sagen. Auf jeden Fall näht der Meister schneller als jede Nähmaschine. Ich habe gefragt, ob auch diese Teile mit Nähmaschine fester ja. Er sagte, nein, am besten mit der Hand. Jetzt kommt das wieder rein, doppelt. Anschlecken, durchschieben. Mhm. 8-fach nimmt er den Faden. Also langsam entsteht eine Mütze. Ja, jetzt kann man es schon erahnen. Ja. Oh, fertig. Noch lange nicht. Oh. Yes. Das ist aber ein bisschen groß, ne? Danke. Ist
Groß. Groß. Die Größe kann man später im Futter einstellen. Und für die Futterherstellung ist Chokirs Frau zuständig. Ha. Zack. Mann. Und? Mann. Sieht gut aus? Ja. Toll. Waschechte Horesma. Yes. Sieht gut aus. Der sieht auch mit Haaren ganz gut aus, ne? Ja. Und dann muss man mit diesem Wasser schön besprühen. Shampoo. Was ist denn da drin? Shampoo? Und Shampoo, Shampoo. In der Hütte kann man sich gut schön. Auch. Damit diese Gestank von dem Fell nicht kommt. Darf ich mal riechen? Oh ja, doch, man merkt schon den Unterschied. Das riecht jetzt ein bisschen wie in der Waschstraße. Wir müssen die jetzt noch föhnen. Nimm mal den. Nix föhnen. Jetzt werden erstmal die Spitzen geschnitten. Oh, jetzt werden die Spitzen geschnitten. Genau, dann wird gerade gemacht. Tolle Fülle. Ja. Hier, weiß man, hier vorne ist ein bisschen kürzer, hier hinten wird es dann so ein leichter Pagenkopf, ne? Genau. Toll. Ah. Oh. John, nein, Big John. Yes. Also, sollte das Mützengeschäft wider Erwarten mal einbrechen, könnte Bruder Chokir sofort als Starfriseur an den Start gehen. Meinen Segen hat er. Ob mit Fellen, Seide oder Holz, in Chiwa wird gewerkelt wie vor Hunderten von Jahren. Diese Koranständer sind aus einem Stück Holz gefertigt, ganz ohne Schrauben oder Klebstoff. Chiwas Handwerker arbeiten gerne an der frischen Luft, in schattigen Gassen oder in den kühleren Innenhöfen. Der Besuch in jeder Werkstatt ist eine kleine Zeitreise für mich. Olbeck und ich schauen jetzt mal bei der Seidenverarbeitung vorbei. Das ist Seide. Das ist Seide? Das ist Seide, das ist sehr rau. Ach komm, so sieht Seide aus. Ja. Und das hier? Das sind Kokons. Ist da jetzt eine Seidenraupe drin? Ja. Und die lebt noch? Nein, die ist tot. Die Raupe muss sterben? Ja, sonst kommt raus. Es gibt mehrere Methoden, die Raupen in den Kokon zu töten. Und zwar entweder mit heißem Wasser oder, was besser für die Seide ist, mit heißer Luft. Da sind diese Fasern. Aus so einem Kokon gewinnt man ab so 800 bis 1200 Meter Seidenfäden, also diese Fasern. Das wird eingesponnen und dann wird gekocht, gefärbt und daraus entstehen schöne Fäden. Jetzt weiß ich, warum Seide so teuer ist. Ja, das ist eine lange Prozedur und sehr strapaziöse Leistung. Auch für die Seidenraupen? Auch für die Seidenraupen. Mhm. Gleich neben dem Innenhof werden aus den Seidenfäden Teppiche geknüpft. Die Frauen haben einen Auftrag aus Australien, 1,20 Meter mal 1,80. Dafür brauchen sie normalerweise 4 Monate. Bitte. Komm, komm. Ich werde ihn mal ein bisschen unter die Arme greifen. Die Einführung ist gar nicht so ohne. Ach, da hinten, von da hinten. Ah. Und jetzt ziehen, durch, fertig, zack. Ich brauche 4 Anläufe und halte die beiden ganz schön von der Arbeit ab. Vorsicht. Schnick. Ja. Siehst du, wie leicht es ist? Ach, ja, das, bei euch sieht das so leicht aus. Den nach hinten. Zack. Ah. Das hat jetzt eine halbe Stunde gedauert.
Ich sollte mich aber nicht zu früh freuen, denn es gibt leise Kritik. Also wenn du so lang lässt, dann musst du Strafe zahlen, weil du... Die Materialkosten. Ja, das kostet viel Geld. Und die Reste werden auch verwendet. Daraus macht man schöne Kistchen. Jede Fluse kommt hier zum Einsatz. Du kannst hier bleiben, Julia. Ja, aber ich soll nicht weitermachen. Nein, doch. Aber um so einen schönen Teppich fertig zu knüpfen, brauchst du 40 Jahre wahrscheinlich. Ich? Ja. Ja. Quatschen kann ich schneller als knüpfen. Perfekt ist nur Allah. Na dann. Holbeck, bist du auch ein bisschen stolz auf mich? Ich bin sehr stolz auf dich. Schon, oder? Natürlich. Holbecks Stolz drückt sich so aus. So, Julia. Du kannst kochen, du kannst nähen, sticken, jetzt knüpfen, spinnen. Also bei uns sagt man, wenn ein Mädchen diese Fertigkeiten beherrscht, dann hat sie kein Problem, einen richtigen Mann zu finden. Einen richtigen Mann? Ja, genau. Einen usbekischen Mann oder was? Du entsprichst jetzt all diese Voraussetzungen, erfüllst du all diese Voraussetzungen eines Mädchens, welches demnächst heiratet. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Holbeck. Geht mir runter wie Öl. Die Zitadelle von Shiva kommt mir vor wie eine bewohnbare Filmkulisse. Die Märchen, die ich als Kind gehört habe, hier könnten sie spielen. Deshalb geht meine Reise auch mit ein bisschen Abschiedsschmerz weiter. Den Westen Usbekistans bildet die autonome Republik Karakalpakistan mit dem Rest des Aralsees. Wir brettern zwischen der roten und der schwarzen Sandwüste hindurch. Vor 2500 Jahren war hier das Königreich Choresmien, eine Großoase. Wir sind jetzt in der ehemaligen Festung Toprak-Kala. Hier hat damals der König gewohnt. Die Anlage muss man sich vorstellen wie die Zitadelle von Shiva, nur 11-mal so groß. Sie lag am Fluss Amudarya. Der hat aber irgendwann seinen Flusslauf geändert. Also mussten die Leute ihm hinterherziehen und haben die Festungen der Wüste überlassen. Bei Ausgrabungen sind 40 solcher Anlagen aufgetaucht. Wir sind mitten in der Wüste, ist aber schön grün überall. Ja, oh, das ist ja ein Blick. Karakalpakistan heißt übersetzt das Land der schwarzen Fellmützen, weil man die hier früher so gerne trug. Wir kommen in die Hauptstadt Nukus. Von hier aus startet morgen unsere Exkursion an den Aralsee. So etwas geht aber nur mit einheimischer Begleitung. Deshalb hat Holbeck eine Tour gebucht. Der Veranstalter will uns heute Abend im Hotel treffen. Er ist Historiker und Archäologe. Und der heißt Oktober. Salam alaikum. Salam alaikum. Oktober. Oktober? Oktober. Cooler Name. Oktober Revolution Day. Das ist cool. Wie heißen Sie? Oktober. Welcome. Will er sich hier rüber? Wegen der russischen Revolution, sagt Oktober. Manche hier heißen sogar Mels, als Abkürzung für Marx, Engels, Lenin, Stalin. Kein Witz. Kriegen wir hin. Ja, das ist Tradition, ne? Also nach dem Begrüßen, man erkundigt sich nach dem Befinden. Wie geht's dir, deinen Eltern, deinen Kindern? Und man fragt immer gleichzeitig? Ja, man hört zu und gleichzeitig antwortet man. Spricht man schon? Ja, ja. Wie geht's dir? Du musst weiter. Ja, ja, na, ich warte ja, bis du antwortest.
Ja, wie geht's dir, Julia? Wie deine geht's deiner Mutter? Mutter? Ja, dir geht's gut. Und wie geht's deiner okay? Mutter? Ja, danke. Auch gut. Und das Wetter und bei euch? Geht's so? Auch gut? Danke. Geht allen gut, ja, ja, schön. Danke. Ach, ich freue mich. Ja, ich auch, danke. Genau so läuft das. Das ist ja Hospitality. It's a funny thing. Genau, so sind wir da. Mhm. Weit weniger lustig sind die Satellitenbilder vom Aralsee, die Oktober uns zur Einstimmung mitgebracht hat. Ja. Also das war alles der Aralsee. Ja. Und das ist das, was noch übrig ist. Ja. Am Westufer werden wir übernachten. Wahnsinn. Warst du noch nicht am Aralsee? Offen gesagt, leider nicht. Du warst noch nie am Aralsee? An was bist du denn für ein Usbeke? Ja, dafür schäme ich mich. Ja, schäme dich was. Ja. Ich bringe dich dahin, Eubek. Am nächsten Morgen wartet eine Armada von Fahrern und Autos auf uns. Ah, Viktor ist unser Fahrer. Eine Strecke dauert 6 Stunden und aus Sicherheitsgründen fahren wir mit 3 Autos im Konvoi. Falls einer von uns in der Wüste eine Panne hat. Im Prinzip sind wir unterwegs wie auch schon die Karawanen der Seidenstraße. Nur eben ohne Kamele. Unsere Karawane macht Station am Melonenstand. Ja, die sehen ja auch hervorragend aus. Ja, und die riechen auch gut, ne? Allein in Karakal, Pakistan, gibt es 74 verschiedene Sorten Honigmelone. Also das die schmecken hier, wirklich anders? Also da sind 4 verschiedene Sorten. Die Sorte bevorzugt er. Sare Kaon heißt gelbe Melone und die probieren wir. Gelbe Melone, im Gegensatz zu den anderen, ist das die gelbe Melone? Heißt so. Obwohl alle gelb sind. Lass uns doch mal eine gelbe Melone essen. Das wäre doch jetzt echt verrückt. Das ist eine super Konstruktion hier, ne? Praktisch. Und jetzt lerne ich etwas fürs Leben. Wenn du Wasser trinkst und dann Honigmelone isst, passiert nichts. Aber wenn du nach der Honigmelone gleich Wasser trinkst, dann ist alles dünn. Dann ist alles dünn? Ja. Du meinst alles, genau. Alles? Wirklich alles. Okay. Honigmelone und danach Wasser ist nicht gut, sagte immer meine Oma. Und wenn deine Oma das sagt, dann glaube ich das. Das stimmt auch. Das wollen wir jetzt nicht riskieren in der Wüste. Genau. Die kriegen jetzt alle kein Wasser mehr. Ab hier gibt es nicht nur kein Wasser, sondern auch keinen Handyempfang mehr. Deshalb haben wir alle ein handliches Satellitentelefon an Bord. Für Notfälle. Wir kommen nach Muinak. Die Stadt lag mal am Ufer des Aralsees. Hier wurden jeden Tag 80 Tonnen Fisch verarbeitet. 100.000 Menschen haben hier gewohnt. Jetzt sind es nur noch 10.000. Früher hat der Fluss Amudarya den See vom Süden her gespeist. Regen gibt es hier so gut wie nie. Der Schiffsfriedhof erinnert schmerzlich an die Zeit vor der Umweltkatastrophe. Denn noch zu Sowjetzeiten wurde im großen Stil Wasser abgezweigt, um die Felder zu bewässern. Zu viel, weiß man heute. Irgendwann hat der Fluss den Aralsee einfach nicht mehr erreicht. Und mit dem Wasserverlust setzte ein Dominoeffekt ein. Heute ist das Seeufer vom ehemaligen Hafen 160 Kilometer entfernt. Wir fahren über den Meeresboden, 40 Meter unterhalb der früheren Wasseroberfläche. Es heißt jetzt Aral-Wüste. This is the salt? Yes, this is the salt. Do you see? Das Salz ist gefährlich, erzählt Oktober. Da hier nichts wuchs, was es aufhalten konnte, haben Stürme es 1000 Kilometer weit bis in die Gebirge Pamir und Tian Shan getragen. Aber karakalpakische Wissenschaftler hatten eine Idee. Vor 20 Jahren haben sie zum ersten Mal Samen aus der Luft über der Wüste abgeworfen. Tamarisken und Saxaulsträuche sind die große Hoffnung. Sie verhindern, dass der Boden weiter versalzt und Stürme das Salz weiter verteilen. Seit 3 Jahren ist der Aralsee nicht weiter zurückgegangen. Und Oktober ist optimistisch. And we calculate now last 3 years he stopped not living.
okay. Yes. So that's good news. Yes, it's good news. Good news. Yeah. So one day this will all be green. I hope. Oktober konnte als Kind noch in Mönack baden. Er glaubt fest daran, dass der Aralsee eines Tages wieder größer wird. And I hope maybe one day God blessing us to send more water. Inshallah. Inshallah, yeah. Wenn man in Karakal, Pakistan lebt, muss man optimistisch sein. Good. Yeah. So let's go. Let's go. Let's go. Wir fahren auf das Ustyurt-Plateau an der Westseite des Sees. Von hier kommt man bis ans Ufer. Ich bin irgendwie aufgeregt. Und dann sehen wir ihn das erste Mal. Das ist so traurig und so schön zugleich, ne? Genau. Wir wollen aber auf keinen Fall wehmütig werden. Das muss ich verhindern. Ich habe den Aralsee angefasst. Ja, und du nicht. Eubek hat nämlich die falschen Schuhe an. Die guten. Die Fahrer kennen den perfekten Platz, an dem wir windgeschützt zelten können und es keine Mücken gibt. Sie kümmern sich um alles und kochen sogar für uns. Übrigens ist nicht für jeden von uns Zelten das Normalste auf der Welt. Eubek? Ja? Ist das deine erste Nacht im Zelt? Ja. Genau. Das merkt man gar nicht. Nee? Nee, du bist eigentlich echt ein Profi. Ich bin abgehärtet. Wie du hier so stehst, man sieht auch gar nicht die Angst in deinen Augen. Angst? Ich hab gar keine Angst. Ich mache mir nur Sorgen, dass ich nicht mit jemandem schlafe in dem Zelt. Da habe ich gezählt. Wie viele sind wir denn? Wir sind 9 Personen und da sehe ich nur 6 Zelte. Stresst dich das? Nö, nee, also ich würde gerne heute allein schlafen. Bist du nicht gewohnt, ne? Du bist ein Luxustierchen. Aber die Fahrer schlafen in ihren Autos und Eubek kann beruhigt sein. Aufwachen am Ufer des Aralsees. Ich hoffe, das dürfen noch ganz viele nach uns erleben. Wir wünschen dem Aralsee Glück und sagen von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Ab Nukus geht es mit dem Flugzeug weiter bis Taschkent. Atemberaubende Orte und bereichernde Begegnungen liegen nun hinter uns. Wir sind alle froh über die neu geschlossenen Freundschaften. Und ein bisschen wehmütig sind wir auch. Meine Reise entlang der Seidenstraße geht jetzt zu Ende. Es ist mein letzter Abend mit Eubek. Pardon, mit Bruder Eubek. Noch einmal bricht er das Brot und ich schenke uns dreifach ein. Vieles von dem, was mir am Anfang so fremd vorkam, ist mir mittlerweile richtig vertraut geworden. Und alles, was ich an der Seidenstraße gelernt habe, nehme ich jetzt mit nach Hause. Und da will ich dann davon erzählen. Und nachher gehen wir tanzen? Freilich. Macht ihr doch immer. Ja, jetzt immer.